Mit der 230 Quadratmeter großen Haderer-Karikatur will die Initiative gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzler Sebastian Kurz aufmerksam machen bzw. protestieren. Auf dieser Haderer-Karikatur ist Bundeskanzler Sebastian Kurz zu sehen, dem unter seinem Sakko das Herz fehlt. Diese Karikatur prangt seit Dienstag auf der 230 Quadratmeter großen Feuermauer an der linken Wienzeile in Wien. Das Bild stammt vom Karikaturisten Gerhard Haderer, der es der Initiative Courage unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Finanziert wurde die rund 30.000 teure Aktion von privaten Spendern, wie Initiator Stefan A. Sengel bei der Präsentation unterstrich. Das Plakat, das zumindest einen Monat lang sichtbar sein soll, sei als stille Protestaktion gegen die kaltherzige Politik der Bundesregierung gedacht, enthüllt exakt ein halbes Jahr nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Seit damals bemühen sich zahlreiche Menschen vergeblich, Familien von der Insel zu holen, so Mitinitiatorin Katharina Stemberger. Und Haderer selbst betonte, er habe einen herzlosen Kanzler gezeichnet.